الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns ermöglicht hat, wieder an einem Sonntag uns zu treffen, mit neuen schönen Gesichtern, Alhamdulillah, um über den Tod zu sprechen. Wir haben gesagt, unser Hauptthema ist Al-Maut, der Tod. Der Tod, der jeden Einzelnen von uns treffen wird. Es ist eine Hakika, die niemand ablehnen kann. Denn der Tod ist offensichtlich. Jeden Tag gibt es Menschen. Jede Sekunde sterben Menschen. Und so werden auch wir eines Tages sterben. Deswegen müssen wir uns über unser Leben Gedanken machen, haben wir gesagt. Wir haben gesagt, wir müssen uns Gedanken machen über unser Leben. Denn Allah hat unseren Tod, bevor wir in das Diesseits eingetreten sind, schon bestimmt. Deswegen müssen wir uns gut überlegen, wie wir leben. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu uns im Koran, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا Er sagt, keine Seele wird sterben ohne die Erlaubnis Allahs. Egal wer von uns, jede Seele, die hier sitzt und jede Seele, die auf der Erde ist, wird genau dann sterben, wann Allah subhanahu wa ta'ala es bestimmt hat und nur بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى Nur mit der Erlaubnis des Erhabenen Allahs. Wenn Allah nicht möchte, dass du stirbst, so kann die größte Krankheit kommen, so kann der größte Feind kommen, so kann kommen, was möge, Allah wird dich nicht sterben lassen. Doch wenn Allah dich sterben lassen will, wenn dein Zeitpunkt, dein Ajal gekommen ist, dein Todeszeitpunkt gekommen ist, so kann die ganze Welt sich darum bemühen, so kann jeder herumschreien, die größten Ärzte holen, so wirst du genau dann sterben, wann es Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Und das wird uns jeden treffen. Und Allah sagt uns, nachdem er das uns klar gemacht hat, euer Leben hängt in den Händen Allahs, sagt er zu uns, وَمَنْ يُرِدَ ثَوَابَ الدُّنْيَا Wer von euch die Schönheiten vom Diesseits möchte, wer von euch die Vorzüglichkeiten vom Diesseits möchte, wer von euch das Diesseits erlangen möchte und dem für das Diesseits arbeiten möchte, so wird Allah das ihm auch geben. Nu'tihi minha. Das alles wirst du im Diesseits bekommen. Du wirst arbeiten für das Diesseits und Allah wird dir das für das Diesseits geben. Du wirst die Schönheiten aufsuchen und Allah wird dich die Schönheiten erlangen lassen. Doch, وَمَنْ يُرِدَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ Doch diejenigen, die sich um das Jenseits bemühen, die die Schönheiten von dem Jenseits erlangen möchten, die für den Wohlgefallen von Allah leben und das Paradies möchten, nu'tihi minha, so werden sie auch das im Jenseits bekommen. Denn sie haben genau dafür gearbeitet. Das ist der Zeitpunkt, dass der Tod, was ist? Tuhfatul mu'min, das Geschenk für den Gläubigen. Tuhfatul Mu'min, sagt der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam. Das ist sein Geschenk, denn er wird genau das minha in der Akhira bekommen. Allah wird das ihm in der Akhira geben. وَسَنَجِزِ الشَّاكِرِينَ Und Allah sagt, so wird er die Dankbaren belohnen. Er war ihm das im Diesseits und alles ist auf ihn zugekommen, doch er hat sich für den Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala entschieden, so wird Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund seiner Dankbarkeit, denn das Leben hat ihm Allah gegeben, die Zeit hat ihm Allah gegeben, die Gesundheit hat ihm Allah gegeben, seine Ehe, seine Kinder, egal was für Gaben Allah ihm gegeben hat, sein Essen, alles hat er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen und er hat das alles, in all diesen Themen, in seinem Leben hat er Allahs Wohlgefallen aufgesucht,
so sagt Allah, diesen Dankbaren werde ich meine Gunst erweisen. Sie werden genau das bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, was sie sich erhofft haben. Und dann fragt uns Allah, Allah fragt uns Suratul Hadid, fragt er uns, nachdem er uns diese Hakika klar gemacht hat, im 16. Vers, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أَلَمْ يَعْنِي لِلَّذِينَ آمَنُوا. Möchten denn die Gläubigen, ist es denn nicht Zeit gekommen für die Gläubigen, dass sie أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, dass sie mit dem Gedenken Allahs ihr Herz festigen, dass ihr Herz vor Gottes Furcht anfängt zu zittern, mit dem Gedenken Allahs und mit dem وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقُّ, und mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala mit der Wahrheit offenbart hat, mit Quran al-Karim, mit dem Buch Allahs, ist es nicht Zeit gekommen, dass sie die Verse Allahs rezitieren und nachdenken. Allah sagte zu dir, dass du sterben wirst. Und Allah sagte zu dir, was du genau im Diesseits machen sollst. Und ist es nicht Zeit gekommen, dass sie diese Verse lesen, nachdenken, dass ihre Herzen anfangen zu zittern, dass ihre Herzen sich für die Religion festigen? Ist es nicht Zeit gekommen, dass wenn sie sagen, Allahu Akbar, dass sie wirklich Allahs Macht, dass sie, wenn wir sagen, Allahu Akbar, Allah ist der Größte, Allahu Akbar min kulli Shay'in, dass wenn sie sagen, Allah ist größer als alles andere, dass ihr Herz anfängt zu zittern und sie für Allah leben. Ist es nicht Zeit gekommen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine Ermahnung von Allah. Allah hat uns das Buch anvertraut, dass wir lesen und nachdenken. Selbst wenn ich ganz alleine auf der Erde bin, kann ich nicht von diesem Buch abweisen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ. Seid nicht wie diejenigen, denen wir auch die Schrift gegeben haben vor euch. Seid nicht wie die Juden und wie die Christen. Denn sie, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Denn nach einer gewissen Zeit, nachdem eine gewisse Zeit vergangen ist, nachdem Isa a.s. gestorben ist, nachdem Musa a.s. gestorben ist, hatten sie auch eine Ermahne, die Schrift. Doch danach wurden sie jene, nach einer gewissen Zeit, diese Verse haben nicht mehr ihre Herzen zittern lassen. Sie haben nicht mehr Allah so gedenkt, wie sie Allah gedenken müssen. Und ihre Herzen, was? Wurden hart, gefühllos. Ihre Herzen haben die Verse Allahs nicht mehr gespürt. Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie die Verse Allahs getauscht haben. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Sie haben nicht mehr die Verse Allahs gespürt. Ihre Herzen haben nicht mehr gezittert. Und was ist passiert? Viele von ihnen wurden große Sündiger. So große Sündiger, dass sie sogar was gemacht haben? Dass sie sogar Allahs Verse getauscht haben. Allahu Akbar. Sie waren Kafirun, yani Leute, die Allah dann geleugnet haben. Mushrikun, sie haben Allah etwas beigesetzt. Sie haben Hasha wa Kalla gesagt, dass Isa Islam Gott persönlich ist oder sein Sohn ist, dass Allah ein Kind gemacht hat. Und dann sind sie noch so übel gegangen, dass sie die Verse Allahs getauscht haben. Das, was ihnen nicht gepasst hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala von solchen Taten uns bewahren. Doch Allah sagt, das ist das Ende von jenen Menschen, die was machen? Von jenen Menschen, die übertreten, die anfangen, sich dem Diesseits zu widmen und anfangen, dass ihre Herzen nicht mehr über die Verse Allahs nachdenken, dass sie nicht mehr an diese Orte gehen möchten, wo Allah gedenkt wird, dass sie nicht mehr, wenn sie sagen, Allahu Akbar, dass sie das auswendig sagen, nicht auswendig, Allahu Akbar und dein Körper soll zittern, Subhanallah und du sollst wissen, dass Allah ist fehlerlos, Alhamdulillah und wirklich für alles, Alhamdulillah, Alhamdulillah in jeder Situation. Dass du das spürst, dass du sagst, La ilaha illallah. Ich weiß genau, es gibt keine Gottheit außer Allah, egal was ist. Egal was ist. Wer so sein Herz damit ernährt, diese Herzen werden aufblühen, diese Herzen werden Gefühl bekommen und diese Herzen sind jene, die nicht so enden werden wie die Menschen vor uns. Möge Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren. Und deswegen müssen wir uns genug Gedanken darüber machen. Heute lebe ich. Heute habe ich meinen Atemzug. Heute bin ich da und wir haben gesagt, der heutige Tag gehört uns. Morgen wissen wir nicht. Vielleicht erreichen wir den morgigen Tag nicht. Gestern ist vergangen. Heute bin ich da, heute muss ich leben, heute muss ich den Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala erreichen. Alles, was gestern passiert ist, astaghfirullah ya Rab. Alles, für was gestern war, zeigen wir Reue. Alles für morgen, wissen wir nicht. Alles passiert bi'idhnillahi ta'ala. Doch heute, heute bewege ich mich für den Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wird überliefert an Ibn Umar radiyallahu anhu, ennahu qal, dass Ibn Umar, yani Abdullah ibn Umar, der Sohn von Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma, er sagte, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, wir waren mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zusammen. Faja'ahu
Rajulun min al-Ansar. Und zu ihm kam einer von den Ansar, yani von den Menschen, die in Medina gelebt haben. Die in Medina gelebt haben und die Muhajirun, yani diejenigen, die von Mekka ausgewandert sind, bei ihnen aufgenommen hat, von diesen Helfern, kam ein Mann zu dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Fasallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma qal. Er grüßte den Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte danach oder fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallahi, ayyul mu'minina afdal. Welcher Gläubige, o Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam, welcher Gläubige ist der bevorzugteste Gläubige? Welcher ist der bevorzugteste Gläubige, wer weiß es? Wir haben... Ikhlas. Ikhlas, ja. Ikhlas ist eine Wichtigkeit. Taqwa. Taqwa. Beste Charakter. Best, mashallah. Schaut, er hat Surat al-Hujurat verstanden. Wir haben vor dieser Unterrichtsserie haben wir über Surat al-Hujurat Tafsir gemacht. Und das haben wir dort auch schon gesagt gehabt. Ahsanuhum khuluqan. Derjenige, der die besten Charakterzüge hat. Derjenige ist der vorzüglichste Gläubige, der die besten Charakterzüge von euch besitzt. So muss jeder für sich überlegen. Ich bin ein Mu'min. Wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, das ist der vorzüglichste Charakter, das ist der vorzüglichste Gläubige, der den schönsten Charakter besitzt, so musst du, wenn du wütend bist, dann musst du dich tolerieren dafür, dass du der beste Gläubige wirst. Wenn du jemand bist, der Gelüste hat in eine Sache, die den Charakter eines Menschen schadet, so musst du sagen, für Allahs Wohlgefallen. Sagen wir mal, du bist jemand, der redet laut. Du bist jemand, der redet laut. Und deine Frau gefällt das nicht, weil das kränkt sie. Sie hat Angst, wenn du laut redest. So musst du jemand sein, der sich dann toleriert. Der sich dann ausbildet. Für wen? Für Allah. Für Allah, dass du einer von den guten Gläubigen bist. Und so musst du deinen Charakter formen. Im Maß von dem, was uns der Koran und die Sunna lehrt. Danach قال, fragte dieser Mann wieder. Ayyul mu'minina ekyes. Ya Rasulallah, welcher Gläubige ist der schlauste, cleverste Gläubige? Welcher ist der cleverste, der schlauste, der vernünftigste Gläubige? Was glaubt ihr? Was hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt? Das wird jetzt schwer sein, da muss man ein Profi sein. Der Allah fürchtet. Der Allah fürchtet, ja, das auch. Clever. Das hat mit unserem heutigen Unterricht zu tun. Der ein gutes Herz hat? Ja, auch ein schlauer Muslim, aber nicht der, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschreibt. MashaAllah, genau so ist das. Ami, Onkel. قال, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, أكثرهم للموت ذكرا. Derjenige, der am meisten den Tod gedenkt. Allahu Akbar. Derjenige, denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, gedenkt den Tod oft, denn er lässt euren Genuss zerstören. SubhanAllah, ein Bruder war im Unterricht, im ersten Todes, also wo wir über den Tod gesprochen haben, im ersten Unterricht war er da. Da habe ich ihn gestern gesehen, dann sage ich, der letzte Woche war es nicht da. Der sagt, Bruder, ich war in dem Unterricht da und du hast die ganze Zeit gesagt, stirbt bevor ihr stirbt, seid bereit für den Tod. Du hast so oft den Tod gesagt. Der sagt, mir wurde schlecht. Mir wurde schlecht, weil ich die ganze Zeit an den Tod gedacht habe. Dass ich habe mich nächste Woche nicht mehr getraut. Allah. Habe ich gesagt, das ist gut, dass der Tod dich so beschäftigt hat, weil dann fragt sich der Mensch, Hani, Subhanallah, wie lebe ich heute und wie werde ich vor Allah Subhanahu wa Ta'ala stehen? Aber das soll dich nicht von den Unterrichten abhalten, ja, ne? Habe gesagt, das soll ich nicht. Der sagt, mir wurde schlecht, Allah Akbar, mir wurde schlecht. Und das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, gedenkt diesem Tod oft, der was? Euren Genuss, der euren Geschmack von eurem Mund, der alles von eurem Leben, den Geschmack von eurem Leben in diesem Moment vergehen lässt. Allahu Akbar. Gedenkt ihm auch, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, dass diejenigen, die am öftesten den Tod gedenken, أكثرهم للموت ذكران, die am meisten den Tod gedenken, das sind jene, das sind schlaue, clevere Muslime. Das sind clevere Gläubige. وأحسنهم. Und noch schöner als sie. Wer ist noch schöner als sie? Als die, die oft den Tod gedenken? Die Tod wünschen. Aber fast in die Richtung. Fast in die Richtung. وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ إِسْتَعْدَادًا. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, noch schöner als sie sind diejenigen, die dann Taten für den Tod machen. Allah Akbar. Er gedenkt oft den Tod und verübt dann noch mehr Taten und noch mehr Taten. Yani er bereitet sich für den Tod vor. Das, ulaikal akyas, das sind die cleversten, schlausten Menschen, Gläubigen. Allah Akbar. Sagt der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam. Wir haben gesagt, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ. Der Tod ist da.
Der Tod wird uns erreichen. Und doch wir fliehen vor dem Tod. Wir versuchen, alles zu machen. Oder besser gesagt, die Menschheit versucht, alles zu machen, um vom Tod zu entkommen. Doch keiner wird dem Tod entkommen. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ Der Tod wird sie alle einholen. Der Tod wird jeden Einzelnen von uns einholen. Doch was ist der Tod? Was bedeutet Tod? Mat, eine der Tod, Al-Maut, bedeutet im Arabischen bewegungslos und tonlos. Yani, dass etwas bewegungslos ist und tonlos ist. Beispielsweise sagen die Araber, matatin naru mauten. Yani, wenn das Feuer komplett aus ist und ihre, wie nennt man das, die Asche sozusagen komplett abgekühlt ist, dann sagen sie sozusagen, dass das Feuer tot ist. Dass das Feuer tot ist. Denn es hat keine Bewegung, kein Geräusch mehr von sich, nichts. Und so ist das der Tod. In dem Moment, wenn die Seele von uns hinausgeht, in diesem Moment, wenn wir den Abschluss vom Diesseits haben, sind wir tot. Denn unser Beden, unser Körper hat keine Bewegung mehr und kann keinen Ton mehr von sich geben. Und das ist Al-Maut. Doch, das ist das im Sprachlichen. Und Allah sagt, die Menschen fliehen davon. Doch eines Tages wird der Tod sie, jeden einzelnen von ihnen, einholen. Doch wie sieht der Gläubige den Tod? So sagen die Gelehrten, Al-Mautu jisrun yusilu al-Habiba ila al-Habibi. Sie sagen, der Tod ist eine Brücke, die den Geliebten mit dem Geliebten, yani denjenigen, der Allah liebt und Allah liebt ihn, das ist eine Brücke, wo diese Sache verbindet. Denn der Tod muss kommen, dass du Allah begegnest. Allahu Akbar. Und die Gelehrten sagen, das ist der Tod. Es ist eine Brücke für deine Begegnung mit deinem geliebten Herrn. Genauso, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich begegnet. Denn du bist ein Mu'min, du bist ein Gläubiger und Allah liebt den Gläubigen. Und deswegen sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allahi, wer es liebt, Allah subhanahu wa ta'ala zu begegnen, ahabba Allahu liqa'ahu, so wird auch Allah es lieben, ihn zu begegnen. Doch, wa man kariha liqa' Allahi, doch diejenigen, die Allah nicht begegnen wollen, die es übel empfinden, Allah zu begegnen, kariha Allahu liqa'ahu, so wird es auch Allah subhanahu wa ta'ala was verabscheuend empfinden, ihn zu begegnen, subhanallah. Was ist damit gemeint? Der Gläubige erlebt für den Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala, und er liest die Verse Allahs. Und immer, weil das hat auch Aisha radiallahu anha gefragt, ja Rasulullah, wie ist das gemeint? Weil den Tod schön zu empfinden ist nicht so einfach. Und wenn er dann die Verse Allahs rezitiert und hört, innal ladina amanu wa amilu salihat, diejenigen, die Gläubigen, die Iman haben und schöne Taten verrichten, yani natürlich, Tabe, er zeigt Reue, wa amana, hat Iman, wa amila amalan salihan, und macht schöne Taten, ulaika hum khairul bariyah, das sind die schönsten Menschen, das sind die Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, das sind die Menschen, die im Diesseits nicht dem Falschen wetteifern, sondern um das Gute wetteifern, die dem Guten hinterherrennen, die dem Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala hinterherrennen, und sie lesen dann Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dass diesejenigen, denen Allah Iman gegeben hat, die gute Taten machen, die bereuend leben, diese schönen Menschen, Allah sagt, ihnen gehört das Paradies auf Ewigkeiten. Allahu Akbar. Und sie lesen das und sie wollen Allah begegnen. Allahu Akbar. Radiyallahu anhum wa radu an. Sie waren mit Allah zufrieden und Allah war mit ihnen zufrieden. Es ist eine Musibe gekommen, Krankheit ist gekommen, eine Scheidung ist gekommen, ein Todesfall ist gekommen. Verschiedene Situationen sind gekommen und sie waren mit Allahs Qadr zufrieden. Sie haben gesagt, Qadr Allah, Allah hat das für mich bestimmt und fertig. Allah hat das bestimmt. Und so waren sie, Raditu billahi rabban. Sie waren mit Allah als Herrn zufrieden. وَبِالْ إِسْلَامِ دِينًا Und sie waren mit der Religion des Islams zufrieden. وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَبِيًا Und sie waren mit dem Propheten صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ zufrieden. Merkt ihr deine Frage, inshallah? Machen wir nachher, okay? Sie waren mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam als Prophet zufrieden. So haben sie gelebt, egal was auf sie zugekommen ist. Und Allah sagt, auf Ewigkeiten werden sie im Paradies sein. Allahu Akbar. Und sie lesen das und sagen, ja Rabbi, ich bin zufrieden und möchten Allah subhanahu wa ta'ala begegnen. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ Das waren Menschen, sie haben Allah gefürchtet. Sie haben gottesfürchtig gelebt und Allah hat so zu ihnen gesagt. Und so waren die Sahaba. Ebu Derda radiallahu anhu sagt,
Uhibbu al-mauta ishtiyaqan li rabbi. Ich liebe den Tod, denn ich habe Sehnsucht nach meinem Herrn. Allahu Akbar. Er sagte, ich habe Sehnsucht nach meinem Herrn, für den ich lebe, für den ich sterbe. Allahu Akbar. Subhanallah. So haben sie den Tod gesehen. Und der Tod war keine große Musibe für sie, denn es war ein Geschenk, eine Brücke, die den Geliebten mit ihrem geliebten Herrn verbunden hat. Allahu Akbar. Und so, dieses Gefühl kann sich nur ein Gläubiger aufbauen. Nur ein Mu'min, nur einer, der den Islam hat, nur er kann dieses Gefühl haben und wallahi kein anderer. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah über die Juden, er sagt über sie, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ. Er sagt, hier geht es um die Juden, er sagt, sie sind unter den Menschen diejenigen, die am meisten das Leben möchten. Sie wollen am meisten im Diesseits bleiben. Sie wollen ja gar nicht sterben. Am liebsten würden sie gar nicht sterben. Sie möchten das Diesseits. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sogar noch mehr als diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala was beigesellen. Ja, yani egal. Die Mushrikun, die Kafirun, die Christen, egal welche Art, alles außer Islam, möchte lange leben. Du wirst niemals einen Christen sehen, niemals einen Juden sehen, der sagt, ich lebe, um zu sterben. Wirst du nicht sehen. Doch die Juden sind unter ihnen die, die am meisten leben wollen. Unter ihnen, die Juden, die wollen am meisten leben. Allah sagt sogar hier, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةً. Er sagt, am liebsten, sie würden 1000 Jahre lang leben, sagt Allah. Sie würden am liebsten 1000 Jahre lang leben. Allah, so was wirst du niemals von einem Gläubigen hören. Sie würden am liebsten 1000 Jahre lang leben. Doch, وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرْ. Egal, wie lang sie leben. Am Ende werden sie genau dann sterben, wann Allah es bestimmt hat, in ihrem Qadr. Aber egal, wie lang sie leben, sie werden der Strafe Allahs nicht entkommen. Allah Akbar. Egal wie lange sie leben, sie werden der Strafe Allahs nicht entkommen. Denn Wallahu basirun bima ya'malun. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist allsehend über all eure Taten. Genauso über unsere Taten. Yani egal, wie sehr wir dem Diesseits nacheifern. Und wenn wir möge Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren. Frevler sind, Fasiqun, Kafirun, Mushrikun, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Na'udhu billah. All diese Menschen, die so sind, sie möchten niemals sterben, doch dieses nicht sterben wollen, wird ihnen nicht helfen. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Auch der Tod wird sie einholen und sie werden der Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala niemals entkommen. Und Allah sagt, und daran merkt man, dass sie nicht auf der Wahrheit sind. Daran merkt man, dass sie nicht auf der Wahrheit sind. Allah sagt, قُلْ, sage ihnen, إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ. Wenn unter den Menschen das Jenseits, yani das Paradies für sie doch bestimmt ist, wenn sie daran fest glauben, wenn sie wirklich glauben, dass sie auf der Wahrheit sind und wenn sie sterben, dass sie in das Paradies kommen, dass die Akhira ihnen gehört, wenn sie wirklich diesen Glauben haben, فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dann sollen sie sich doch den Tod wünschen, wenn sie so aufrichtig sind. Dann sollen sie doch sterben wollen. Wenn sie sagen, wir sind auf der Wahrheit, dann komm und sag doch, ja Rab, nimm mein Leben. Aber das können sie nicht machen. Denn Allah hat in der Futra den Islam. Allah hat in der Futra, yani in deiner Geburt, in deiner Erschaffung, in deiner Schöpfung hat er den Islam. Und dein Ruh, deine Seele weiß genau, dass du falsch bist. Doch aus Trotz bleiben sie da und aber niemals werden sie sagen können, ja Rab, ich möchte sterben. Denn sie wissen genau, ihre Seele spürt, dass sie auf der Falschheit sind. Sie haben kein Yaqin, sie haben keine Gewissheit. Doch der Gläubige hat Gewissheit. Er hat Yaqin, er ist Yaqinen mit Iman. Er sagt, ja Rab, ich bin auf deiner Religion, ich bin zufrieden mit dir. Ja Rab, du sagst, der Gläubige, er kommt ins Paradies, er hört diese frohe Botschaft und er möchte zu seinem Herrn gehen. Allahu Akbar. Er sagt, das Diesseits soll euch gehören, das Jenseits soll mir gehören. So glaubt der Gläubige. Aber bei den anderen wird man so etwas niemals sehen. Und die anderen Menschen werden auch euch niemals verstehen. Niemals wird ein Christ, ein Jude oder ein Atheist oder ein Deist, egal welche Ideologie er folgt, niemals wird er dich verstehen, denn er ist nicht auf der Wahrheit und er möchte nicht Allah subhanahu wa ta'ala begegnen. Allahu Akbar. Aber leider ist in die Dunya in uns geschlichen und auch heute gibt es Muslime, die was? Nicht Allah subhanahu wa ta'ala begegnen wollen, weil sie genau wissen, was sie machen. Weil sie genau wissen, was sie machen. Sie wissen, dass sie falsch sind. Und leider. Und deswegen müssen wir die Dünne aus unserem Herz kehren, damit wir bereit sind zu sterben. Dass wenn dann der Tod kommt, dass wir es so wie diese Menschen sehen, wir lieben den Tod, denn nun werden wir Allah subhanahu wa ta'ala begegnen. Und eigentlich ist der Tod auch
für die Kafirun und Fasikun und Mushrikun auch gut. Eigentlich ist es für sie auch gut. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt: Ma min nafsin barratin wa la fajiratin illa wal mautu khayrun laha. Er sagt, ob es eine gute Seele ist oder ob es eine schlechte Seele ist, so ist für beide der Tod gut. Allahu Akbar. Das ist echt eine merkwürdige Aussage. Was glaubt ihr, warum? Der Gute, dass der nicht vielleicht wegkommt von der guten Macht und der Schlechte, dass er nicht noch mehr schlechte Sachen macht. Subhanallah, mashallah, mashallah. Also das Erste stimmt. Also das Erste stimmt insoweit, der Gute, damit er Allah subhanahu wa ta'ala begegnet und seinen Lohn bekommt, ja. Also so schnell wie möglich. Und der andere, so wie du sagst, damit er nicht noch mehr schlechte Taten macht. Und er sagt, وَقَرَى عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Er sagt, und diejenigen, die gut sind, die Guten, auf sie wartet bei Allah, er rezitiert diesen Vers, der Lohn Allahs. Das, was bei Allah ist, das Paradies. Für ihn ist es gut, der Gute, wenn er stirbt. Denn das Paradies Allahs wartet auf ihn. Und danach rezitiert er, وَقَرَى هَذِهِ الْآيَةِ. Für die Schlechten, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Und diejenigen, die Allah leugnen, leben, sie sollen nicht glauben. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Dass das Leben, dass sie länger leben, dass das gut für sie ist. Dass Allah sie warten lässt, yani, länger leben lässt. Dass dies für sie gut ist. Denn إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. Denn Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen zwar diese Zeit, sie leben länger, doch in dieser Zeit vermehren sie ihre Sünden. Allahu Akbar. Und deswegen sagt Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, für die Seelen, die eh keine Taube machen werden, yani keine Taube machen würden von den Ungläubigen, für sie ist sogar der Tod, dass sie früher sterben, noch besser für sie. Subhanallah. Yani für den Gläubigen, wie für denjenigen, der niemals Iman gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala haben wird, ist der Tod besser. Für den Gläubigen, dass er das Paradies, seinen geliebten Herrn, begegnet. Und für den Ungläubigen, dass seine Sünden nicht so groß werden, denn Allah lässt ihn länger leben. Istidraj, yani gibt ihm mehr. Und am Ende wird er ihn noch tiefer ins Höllenfeuer schieben. Allahu Akbar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala davor uns bewahren. Doch, wie ist es? Dürfen wir uns den Tod wünschen? Das dürfen wir nicht. Also wir dürfen nicht hingehen und sagen, ja Rab, ich möchte jetzt sterben, aufgrund einer Musibe. Also sagen wir, irgendwas ist in deinem Leben passiert, eine Trennung, eine Krankheit, ein Todesfall, irgendwas ist gekommen, daraufhin zu sagen, ja Rab, dieses Diesseits ist voller Kummer, diese Sache möchte ich nicht mehr, nimm mein Leben, lass mich in das Paradies. Das hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten. An Anas radiallahu an, Anas bin Malik radiallahu anhu, er sagte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte zu uns لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. Keiner von euch soll sich den Tod wünschen aufgrund eines Unheiles, was ihn trifft. Also irgendwas in deinem Leben passiert, eine Trennung, ein Todesfall, eine Krankheit, du hast deine Arbeit verloren, du, keine Ahnung, du bist auf der Straße gelandet, egal was passiert, keiner soll dann hingehen und sagen, ja Rab, nimm mein Leben. Sowas sollen sie nicht machen. فإن كان لا بد فاعلا. Doch wenn er das Gefühl hat, dass er so einen Wunsch hat, dass er dieses, so eine Dua machen möchte, so soll er auf diese Art machen. فليقول. Er soll nur sagen, اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. Ja Rab, lass mich so lange leben, wie es gut für mich ist. Ja, yani, wie es gut ist, dass ich das Paradies erreiche. Lass mich so lange leben im Diesseits, solange es gut für mich ist, für meinen Iman und die Begegnung mit dir. Subhanahu wa ta'ala. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي. Und lass mich dann sterben, wenn es gut für mich ist. Yani, lass mich so lange im Diesseits sein, wie es gut für mich ist. Und lass den Tod dann kommen, wann es gut für mich ist. Denn vielleicht wünschst du dir in diesem Moment den Tod, doch das ist Isyan gegenüber Allahs Qadr. Du bist nicht zufrieden mit dem, was Allah für dich bestimmt hat. Und na'udhu billah kann sein, dass das ein Grund dafür wird, dass du mit einem schlechten Ende zu Allah subhanahu wa ta'ala gehst. Deswegen sag immer, ja Rab, lass mich so lange leben, wie es gut für mich ist. Lass mich so lange leben, wie es gut für mich ist. Subhanallah. So können wir uns das wünschen. Aber wir bereiten uns für den Tod vor, so dass wir was sind? So dass wir immer bereit sind, dass wir ein Lächeln im Gesicht haben, wenn wir in dem Todesmoment sind. So sagt Ibn Abi Abdurrabi, rahimahullah, zu seinem Freund Mekhul, rahimahullah, ja Aba Abdullah, sagt er zu ihm. O, der Vater von Abdullah, tuhibbul Jannah, liebst du das Paradies? Er sagt, liebst du das Paradies? Was wird er natürlich antworten? Er sagt, wa man la yuhibbul Jannah, wer liebt schon nicht das Paradies? Yani jeder,
jeder von uns möchte das Paradies und liebt das Paradies, dann sagt er, فَأَحَبَّ الْمَوْتِ. Dann liebe was? Dann liebe den Tod. Dann liebe den Tod, denn فَإِنَّكَ لَنْ تَرَى الْجَنَّةَ حَتَّى تَمُوتِ. Denn du willst niemals das Paradies erreichen, ohne den Tod, Allahu Akbar, erreichen. Deswegen sagt er, liebe den Tod. Yani sei bereit, sterbe im Diesseits, bevor der Tod zu dir kommt, so dass du dann im Todesmoment bereit bist für Jannah. Denn das ist dann Jisrun. Das ist dann nur noch eine Brücke zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und so müssen wir das sehen. Und so müssen wir den Tod im Auge haben, dass wir in jedem Moment was sind, dass wir in jedem Moment bereit sind, zu Allah subhanahu wa ta'ala zu gehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesenjenigen machen. Aber um das zu schaffen, brauchst du Amal al-Salih. Du brauchst rechtschaffene Taten. Hani, das kommt nicht einfach so im Schlafen zu Hause. Du musst jemand sein, der sich Tag und Nacht, vor allem nachts, wenn niemand Allah gedenkt, dass du aufstehst und Allah gedenkst. Wallahi, das, was heute bei den Muslimen die größte Schwäche heute ist, das Gedenken Allahs. Dass wir Probleme haben im Gedenken Allahs. Wir sind voll geworden. Wir haben Alhamdulillah Iman, doch in der Ausübung der Religion. Alhamdulillah, man hat auch ein weit verbreitetes Wissen. Die Menschen haben viel Wissen, doch es gibt wenig Leute, die Taten ausführen. Viel Wissen, doch wenige Taten. Früher gab es Menschen, sie hatten vielleicht wenig Wissen, doch viele Taten. Und das ist besser, wie viel zu wissen und wenig Taten zu haben. Möge Allah davor bewahren. Und so, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat die Sahaba so ausgebildet, dass sie viele Taten gemacht haben. Dass sie fokussiert waren, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken, mit Amal al-Salih, mit rechtschaffenen Taten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgelebt hat. So überliefern sie, كان رسول الله sallallahu alaihi wasallam إذا ذهب ثلث الليل قام فقال. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand im letzten Drittel der Nacht auf und sprach zu den Menschen: Ja, eyyuhan nas, die Menschen am Schlafen. O Menschen, sagte er in der Nacht, im letzten Drittel der Nacht: Uzkurullah, gedenkt Allah. Uzkurullah, gedenkt Allah. Uzkurullah, gedenkt Allah. Allahu Akbar. Ein Gelehrter, hani das Nachtgebet, Qiyamul Layl, Tahajjud, ein Gelehrter sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu dir, dass er mit seiner Barmherzigkeit kommt. Bitte, was du möchtest, und Allah wird deine Bitte erhören. So sagt er, soll keiner zu mir kommen und sagen, ja, Sheikh, ich habe das Problem und das Problem und das Problem. Denn er sagt, ich habe auch Probleme. Doch ich stehe im letzten Drittel der Nacht auf und sage meine Probleme zu Allah. Und Allah erhört mich. Und Allah hilft mir. Und Allah gibt Sekina. Und er gibt mir Ruhe in das Herz. Wenn du Probleme hast, komm nicht zu mir, sagt er. Denn nun habe ich dir gesagt, Allah kommt im letzten Drittel der Nacht und sagt zu dir, komm und öffne deine Hände. Ich bin bereit, ich werde dir helfen. So sagt er, keiner von euch, wenn ihr Probleme habt, soll nicht zu mir kommen. Geht zu Allah. Erwartet im letzten Drittel der Nacht auf euch. Allah Akbar. Erwartet im letzten Drittel der Nacht auf euch. Sagt, ja Rab, für dich opfere ich meinen Schlaf mit Liebe. Was ist der Schlaf, wenn ich bei Allah subhanahu wa ta'ala sein kann? Mit Liebe, öffne deine Hände. Ja Rab, hier bin ich. Dein Gesandter sallallahu alaihi wasallam hat zu mir gesagt, im letzten Drittel der Nacht, erhörst du die Gebete. Du bist der, der die Sekina gibt. Helfe mir, gebe meinem Herzen die Sekina, die Ruhe in mein Herzen. Helfe mir in diesem Problem. Und bitte Allah, so dass du dir ganz genau bewusst bist, mit Yaqinen, mit Gewissheit, dass Allah deine Bitte erhören wird. So, und beschwer dich bei den Menschen nicht. So kam einer zu Uwais al-Qarnayn, rahimahullah, ein großer, im türkischen Uwais al-Qarani, hat man bestimmt mal gehört, kam einer zu ihm und sagte, kannst du mir eine Nasiha geben? Kannst du mir eine Nasiha geben? Dann sagte er, ich habe gewisse Probleme. Dann sagte er, warte, kennt Allah deine Probleme? Dann sagte er, ja. Dann sagte er, dann geh. Subhanallah. Dann sagte er, ja, Allahu Akbar. Ja, gib mir doch eine Nasiha. Möchtest du noch eine Nasiha? Ja. Dann sagte er, kennst du Allah? Sagte er, ja, das reicht, geh. Wenn Allah deinen Zustand kennt und du kennst Allah und du weißt ganz genau, Allahs Hilfe ist mit den Gläubigen und Allah wartet im letzten Drittel der Nacht, was soll ich dir als Nasiha geben? Allah kennt deinen Zustand und nur Allah kann dir helfen und du kennst Allah und du weißt auch, dass nur Allah dir helfen kann. Keiner, la hawla wa la quwwata illa billah. Keiner kann deinen Zustand ändern. Keiner hat die Macht dazu außer Allah. Außer Allah. Wenn Allah deine Situation kennt, dann genügt das für dich, sagt er. Und so gibt er ihm eine schöne Nasiha, subhanallah. Und so müssen wir über Allah denken. Und so sagt er, Uzkurullah, Uzkurullah, gedenkt Allah. Denn ja'atir rajife. Denn der Zeitpunkt, dass der Engel in das Horn bläst, ar-rajife. Ar-rajife, yani, dass der Engel in das Horn bläst und dieses Diesseits, was ihr alles seht, zunichte geht, dieser Zeitpunkt ist am Kommen. Dieser Zeitpunkt ist am Kommen.
Tetzbe'uha erradife. Und genauso erradife, genauso der Zeitpunkt, wo dann Allah subhanahu wa ta'ala alle Menschheit wieder auferstehen lassen wird und das Gewicht kommen wird zwischen den guten und den schlechten Taten, dieser Zeitpunkt ist am Kommen, sagt er. Bereitet euch vor. Ja al-mautu bima fi. Und der Tod, von dem ihr alle wegrennt, mit allem, was zu diesem Tod gehört, ist auf dem Weg zu euch, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Der Tod ist auf dem Weg zu euch, wie Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu gesagt hat, der Tod nähert sich jeden Moment zu uns, subhanallah. Wir wissen nicht wann. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam im letzten Drittel zu den Menschen und rufte sie auf, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Aber wir haben die Liebe mit der Begegnung zu Allah subhanahu wa ta'ala, wir möchten Allah subhanahu wa ta'ala begegnen, doch wir fürchten, wir sind Menschen, wir fürchten ebenso Allah, solange wir am Leben sind. So sagt Fudail, rahimahullah, Al-Khawfu aftalu min al-Rijai, ma dama al-Rajulu sahihan. Solange der Mensch, solange der Mann, solange ein Gläubiger am Leben ist, so ist es vorzüglicher, dass die Angst, die Gottesfurcht überwiegt. Yani, dass du mehr Gottesfurcht hast, solange du am Leben bist. Gottesfürchtig sei, yani, immer an den Zorn Allahs denkst, wenn du Ma'asiyah hast, yani, Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala hast, so überwiegt der Zorn Allahs. Du denkst an den Zorn Allahs und sagst, ja Rab, ich fürchte Allah, inni akhafullah, dass du immer mit diesem Gedanken die Furcht zu Allah subhanahu wa ta'ala pflegst, in deinem Leben, solange du am Leben bist. Doch, فَإِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتِ, doch dann, wenn der Todesmoment zu dir kommt, فَالرَّجَاءُ أَفْضَلُ, danach überwiegt die Barmherzigkeit Allahs und du sagst, ja Rab, ich habe gottesfürchtig im Diesseits gelebt. Meine Gottesfürcht hat immer überwogen. Und nun bist du im Moment, wo du stirbst und nun überwiegt was? Überwiegt deine Liebe zu Allah, überwiegt das, deine Hoffnung zu Allah, deine Sehnsucht zu Allah, dass Allah deine Sünden dir vergeben wird. Und so müssen wir sein. So müssen wir das leben. Und wenn wir so sind, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir von den Gottesfürchtigen sein, die im Diesseits mit Gottesfürcht gelebt haben. Und danach, wie viele Sahaba, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu seinem Lebensende, zu Sekaratul Maut, beim Todesrausch, Menschen sind, die mit einem Lächeln zu Allah subhanahu wa ta'ala, mit der Hoffnung zu Allah subhanahu wa ta'ala gehen. Denn das ist unser Maßstab. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer diese zwei Sachen, die Gottesfurcht und den Wunsch, die Sehnsucht zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er barmherzig mit dir sein wird, wer das pflegt, so ist er bi'idhnillahi ta'ala, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm nachgehen. Denn Anas bin Malik radiallahu anhu sagt, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala shabbin. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ging zu einem Jugendlichen, wa huwa fil mauti, und er war in dem Todesmoment. Er war in dem Todesmoment, wo er kurz vorm Sterben war. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, kayfa tajiduk, wie fühlst du dich? Yani, welche Gefühle pflegst du gerade in dir? Fragt diesen Jugendlichen, der im Todesmoment ist. Er sagt, Arjullaha ya Rasulallahi wa akhafu dhunubi. Er sagt, ich habe Sehnsucht nach Allah. Ich erhoffe mir Allah, die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala, weil ich kenne Allah, er wird barmherzig mit mir sein, doch ich fürchte meine Sünden. Doch ich fürchte meine Sünden, weil ich weiß, was ich im Diesseits gemacht habe, aber ich erhoffe mir Allah. So sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mautin. Er sagt, wer von euch in seinem Herzen, wie bei diesem Beispiel, diese zwei Sachen hat, sich Allah erhofft mit seiner Barmherzigkeit, dass Allah, subhanallah, ihn schön begegnen wird. Und er möchte Allah begegnen, er hat Sehnsucht zu Allah. Doch er fürchtet seine Sünden, so wird Allah subhanahu wa ta'ala, illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Allahu Akbar. Allah wird ihm das geben, was er erhofft hat. Das Angesicht Allahs, seine Zufriedenheit, sein Paradies, das, was er sich erhofft, die Zufriedenheit Allahs, das Paradies wird Allah ihm geben und wird ihn sicherstellen von dem, was er fürchtet. Allahu Akbar. Allah wird ihn sicherstellen von dem, was er fürchtet, yani seine Sünden. Allahu Akbar. Allah wird es ihm vergeben. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah ist so gewaltig groß. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer so ist, subhanallah, Allah wird ihm das geben. Deswegen sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadakum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Er sagt, keiner von euch soll sterben, ohne dass er gut über Allah denkt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem kutsi Hadith, ana inda dhanni 'abdi bi. Ich bin so, wie mein Diener mich erhofft, wie er über mich denkt. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala wird genau so sein, wie sein Diener ihn erhofft. Allahu Akbar, subhanallah. Deswegen müssen wir immer gut über Allah subhanahu wa ta'ala denken. Das ist unsere Pflicht, subhanallah.
Und wenn wir so sind, leben wir für die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala durch eines Moments. Jeder Mensch lebt. Der eine ist im Diesseits, der eine geht in Bars, in Clubs, in Diskotheken, zu Frauen, zu außerehelichen Beziehungen. Der eine geht Alkohol trinken, der eine hat eine Krankheit mit Rauchen, Drogen und, und. Die Menschen bewegen sich im Diesseits. Und dann gibt es Menschen, sie bemühen sich, sie gehen in die Masajid, sie gehen in die Gotteshäuser. Es gibt Menschen, sie besuchen Unterrichte, sie gedenken Allahs, sie beten regelmäßig, sie stehen auf im letzten Drittel der Nacht. Doch jeden, ob gut oder schlecht, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتُ بِالْحَقِّ. Der Todesrausch wird jeden von ihnen erreichen. Jeden von ihnen. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Das ist das, wovor sie immer geflohen sind. Das, wovor sie immer geflohen sind. سَكْرَةُ الْمَوْتُ. Yani der Todesrausch, wo du kein Entkommen mehr hast, wo die Kraft aus deinem Körper gehen wird und du mit Krankheit oder mit einem Unfall, egal auf welche Art und Weise, du wirst in einem Moment sein, wo du dann nun auf den Tod warten wirst. Das kann kurz sein, das kann lang sein, das kann auf einmal kommen, das kann in der Diskothek kommen, das kann in der Bar kommen, das kann in eine Beziehung mit einer außerehelichen Frau kommen, mit einem außerehelichen Mann kommen, das kann überall kommen. Doch es wird kommen. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Diese Tatsache, dass der Tod mit seinem Rausch, wo du bewegungslos sein wirst, wo du Probleme haben wirst, wo du schwitzen wirst, wird zu jedem von uns kommen und keiner wird davon fliehen können. Doch die Gelehrten sagen, dass man das spüren kann. Also dass Allah subhanahu wa ta'ala manche Menschen, die rechtschaffenen Menschen, das spüren lässt. Du siehst Menschen, die sind rechtschaffen, plötzlich haben sie ihren Bart gepflegt, ihre Haare gepflegt, sich rasiert, subhanallah. Nehmen Wudu, schlafen oder gehen zur Moschee, beten, so mit Khushu, wie sie noch nie gebetet haben. Und so, komplett sauber, lässt Allah subhanallah sie in diesen Zustand kommen. Denn, wenn jemand in Sakratul Maut ist, wenn er in diesem Moment ist, wird alles schwer nun für ihn. Wird alles schwer. Und manchen Menschen, rechtschaffenen Menschen, lässt Allah subhanallah diese Sache spüren. Zum Beispiel mein Opa, Alhamdulillah, yani, seit ich ihn kenne, ist er jemand, der immer in unserem Dorf immer gearbeitet hat und immer wenn er Ezan war, lief er zur Moschee. Und er war jemand, der immer mit Wudu war. Yani, wenn ich mal neben ihm war und es kam Ezan und ich sagte, ich muss schnell Wudu nehmen, dann hat er immer so komisch geschaut, als wäre ich so ein Fasik oder so. Yani, wie, du hast kein Wudu so. Er war jemand, wenn er Toilette gegangen ist, nach Toilettengang, er hat immer Wudu genommen. Er war immer bereit so fürs Gebet. Und danach kam der Monat Ramadan, Alhamdulillah, ich kenne ihn auch nur, dass er immer gefastet hat. Er hat so gelebt, er ist zum Masjid gegangen und er war jemand ganz Ruhiges. Er war immer jemand ganz Ruhiges. Und wir haben ja letzte Woche gesagt, du wirst sterben, wie du gelebt hast. So ging er hin, hat sich im Monat Ramadan während dem Fasten, hat er sich rasiert, meine Oma sagt, er hat sich schick gemacht, er hat sein schönstes Hemd angezogen, alles schön, hat geduscht, gemacht, rasiert, alles gemacht. Danach hat er sein Wudu genommen mit Ghusl, ist er zum Asr-Gebet gegangen. Allahu Akbar. Ist zum Asr-Gebet gelaufen. Er kam zurück, dann sagt meine Oma, dann ist er in das Schlafzimmer gegangen. Und ich habe halt gedacht, okay, der war da ein paar Stunden drin. Ich habe halt gedacht, okay, vielleicht schläft er, weil er müde ist oder so und wartet auf Iftar. Sie sagt, ich warte. Auf einmal kommt Maghrib-Ezan und ich merke, er kommt nicht. Dann gehe ich an seine Tür, klopfe, kein Ton. Sie sagt, ich mache Tür auf. Und so, wie er dort geschlafen hat, Allahu Akbar, ist er gestorben. Subhanallah. Mit Wudu, mit Ghusl. Komplett rasiert mit seinen schönsten Kleidern. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn, nachdem er sein Gebet gemacht hat, ist er nach Hause gekommen. Allah alim. Meine Oma sagt, ich weiß nicht wann, wie, wo. Er ist von der Moschee gekommen, ist in sein Zimmer gegangen. Danach, als ich reingekommen bin, lag er dort. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Seele genommen. Subhanallah, subhanallah. Yani, manche Menschen können so etwas spüren. Und das hat bestimmt jeder in seiner Familie gewisse Erfahrungen gemacht. Und so wird jeder von uns in diesem Moment kommen. Es kann sein, dass diese Sache, egal wie, lange geht. Zum Beispiel der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam war in Sakratul Maut 14 Tage lang. 14 Tage lang hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gelitten. Das heißt, dass es nicht Schlechtes ist, dass es etwas Gutes ist. Sogar viele Gefährten haben gesagt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam 14 Tage lang gelitten ist, wünsche ich mir keinen einfachen Tod. Denn Allah sallallahu alaihi wa sallam löscht die Sünden mit jeder Qual. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt, Ma min muslimin yusibuhu adan. Meridun famasivahu. Der Gesandte sagt, wenn ein Unheil, ein Problem, eine Beschäftigung, ein etwas Schlechtes den Gläubigen trifft, einen Muslim trifft, eine Krankheit oder etwas, was ihm ähnelt,
so etwas den Gläubigen trifft, illa khattallahu lahu sayyi'atihi, so lässt Allah SWT die Sünden von ihm abfallen. Wenn du dich verletzt, wenn eine Krankheit auf dich kommt, egal was, eigentlich sollten wir sagen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Denn Allah lässt die Sünden von uns abfallen, kema tahuttu shajaratu waraqaha. So wie die Bäume ihre Blätter verlieren, so lässt Allah SWT die Sünden von dir abfallen. Allahu Akbar. Allah ist so gnädig. Ghani, er ist so reich mit seiner Barmherzigkeit, mit allem. Allahu Akbar. Nur wir müssen wissen, Diener zu sein. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat 14 Tage lang gelitten. 14 Tage lang, so sogar, dass unsere Mutter, seine Tochter Fatima, radiallahu anha, kam und ihren Vater so leiden gesehen hat und sagte, wa kerba abata, wa kerba abata, wa kerba abata. Oh mein geliebter Vater, was ist das für ein Leiden? Allahu Akbar. Was ist das für ein Leiden? Doch was sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam? Denn er wollte zu wem? Er wollte zu Allah. Er sagte, laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Er sagte, ab diesem Tag, nach diesem Tag gibt es kein Leiden für deinen Vater mehr. Allahu Akbar. Denn Allah wartet auf ihn, sein großer Freund. Allahu Akbar. Doch es war nicht einfach für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unsere Mutter Fatima radiallahu anha sah, wie er gelitten hat. Er sagte, ich leide zwar jetzt, aber ab diesem Tag, nach diesem Tag gibt es kein Leiden mehr für deinen Vater. Doch es war nicht leicht. Sogar so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahumma inni ala sakaratil maut. O Allah, ich möchte Hilfe bei dir für den Todesrausch, yani für diesen Moment. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat viel geschwitzt. Er konnte nicht mal mehr stehen, er konnte nicht mehr die Gebete anführen. So ein Moment ist das. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich wünsche mir Hilfe bei dir, ja Allah. So sehr. Und unsere Mutter Aisha radiallahu anha hat sich sehr viel um sie gekümmert. Deswegen, wenn jemand so in einem Todesmoment ist, so kann er auch außergewöhnliche Sachen sehen. Doch eins ist sicher, wenn er von Ghaib etwas sieht, yani wenn die Malaika kommen, dann sind die Tore für Tauba zu. Allahu Akbar. Weil nun hat er von Ghaib etwas gesehen, nun schließt Allah die Tore für die Tauba. Wenn er den Todesengel sieht, oder die Engel, die mit dem Todesengel zu ihm herabkommen, wenn er von Ghaib etwas sieht, oder die Gelehrten sagen, Gargara, yani in den letzten Momenten, wenn dann die Seele kommt, hinaus von ihm kommt, dann ist die Tauba für ihn geschlossen. So war es auch mit Frauen. Allah SWT hat Musa a.s. durchgehen lassen, Frauen war drin, und als dann die Welle auf ihn kam, hat er bezeugt, dass es keine Gottheit gibt, außer dem Herrn von Musa a.s. Doch seine Tauba war zu spät. Frauen ist in Jahannam gegangen. Es war zu spät. Nun hat er die Hakika gesehen. Danach hilft deine Taube nicht mehr. Du musst an Ghaib Iman haben, bevor du stirbst. Bevor du die Engel siehst. Weil nachdem du Malakul Maut gesehen hast, dann kann jeder Iman haben. Weil dann siehst du, dass es Hak ist. Aber genauso, wenn wir jemanden haben in dieser Position, müssen wir sehr vorsichtig sein. Hani, es kann sein, dass auch diese Person sehr, sehr schöne Sachen sieht. Zum Beispiel meine Uroma, yani die Mutter, also meine Mutters Mutters Mutter, meine Uroma, Gojebe sagt man bei uns, meine Gojebe, es war Alhamdulillah, sie war eine Frau, sie hatte nicht mal eine Küche. Sie hatte im Diesseits nicht mal eine Küche. Sie war eine arme Familie im Dorf. Das Einzige, was sie hatten, so ein Typ, yani so eine, wie nennt man das? Gasflasche. So eine Gasflasche, da haben sie ihr Essen gemacht, subhanallah. Sie hat mit meinem Uropa zusammen gelebt und ich kenne sie. Sie hat immer zu mir gesagt, Yunus, wenn du betest, sei schlau und bete jetzt. Denn euer Gebet ist wie die Sonne, yani sie glänzt, sagte sie. Unseres ist wie die Nacht, ich bin alt geworden, sagt sie, ich kann nicht mehr so schön beten. Und sie war ein Mensch, sie hat ihr Leben lang, ich kenne sie nur mit Gebeten und Moschee, solche Sachen, mit Koran. Und das waren Menschen, sie haben Koran auswendig gelernt, mit Hören. Weil zu ihrer Zeit, zu ihrer Jugendzeit war es verboten, Koran zu lesen in der Türkei. Wenn du einen Koran zu Hause hattest, hat man es dir weggenommen. Es kamen immer wieder Leute und sie hat es auf den Bergen von denjenigen, die den Koran auswendig können, sie sind auf die Berge gegangen und haben es auswendig so gelernt, vom Hören. Allahu Akbar. Sogar sie hat es meiner Oma so beigebracht, mit Lesen. So haben sie es gelernt, weil es gab keine andere Möglichkeit. Sie haben mit Iman gelebt. Als sie, meine Oma sagt, ich war bei ihr in ihren letzten Momenten, aber sie war immer mit einem Lächeln. Sie war Alhamdulillah immer mit einem Lächeln und plötzlich sagte sie zu meiner Oma, siehst du die ganzen Tauben hier? Allahu Akbar. Sie sagt, in dem Zimmer, schau mal, wie schön, wie viele Tauben hier sind. Meine Oma schaut so und sie sieht nichts, Allahu Akbar. Denn nur sie kann das in diesem Moment sehen. Sie sagt, schau mal, überall sind Tauben, Allahu Akbar. Meine Oma dachte sich, Allah, Allah, was passiert mit ihr? Danach ist meine Oma kurz ins Bad gegangen, hat Wudu geholt für das Gebet, für das nächste Gebet und hat nochmal Wassereimer voll gemacht, damit sie auch meine Uroma vorbereiten kann. Ist hingegangen, hat sie mit Wudu gewaschen, hat ihr Wudu machen lassen.
Und dann ist sie wieder ins Bad gegangen und sie sagt, meine Mutter hat die ganze Zeit gesagt, was waren diese schönen Tauben hier? Und dann ist sie wieder ins Bad gegangen und als sie zurückkam, war meine Uroma verstorben. Allah Akbar. Sie hat die schönsten Sachen gesehen, Allah Akbar, was sie noch alles gesehen hat. Aber sie war mit einem Lächeln, sie hat gesagt, das ganze Zimmer ist voll mit Tauben. Subhanallah. Ihr Leben lang hat sie nur Käse gegessen, ich weiß noch, Nordisch sagt man bei uns Dinger. So hat sie gelebt, sie hat arm gelebt, doch Allah hat sie Ghani, reich sterben lassen, Allahu Akbar. Lutf hat seine Gnade ihr heruntergegeben. Doch wir müssen aufpassen. Der Shaitan wird genauso an unserem Nacken sein, wenn wir im Sakaratul Maut sind. Der Shaitan wird genauso kommen und versuchen, dein Iman von dir zu nehmen. Ahmed bin Hanbal, rahimahullah, zu seinem Todesmoment, sagt sein Sohn, hat die ganze Zeit, habe ich gedacht, okay, mein Vater ist gestorben, ich wollte seinen Kopf binden, ja, dass sein Dinger nicht runtergeht, sein Kiefer, das macht man, das erkläre ich aber nächste Woche. Ich wollte die ganze Zeit seinen Kiefer binden, er sagt immer mit seiner Hand so, nein, es ist noch nicht Zeit dafür, ich bin noch nicht tot. Doch er sagt, mein Vater, ich habe gemerkt, er kämpft mit jemandem. Er kämpft mit jemandem. Da habe ich meinen Vater gefragt, was ist mit deinem Zustand, was beschäftigt dich gerade so stark? Und Ahmed bin Hanbal, rahimahullah, sagte, der Shaitan sitzt neben mir und beißt sich in die Finger. Der Shaitan sitzt neben mir und beißt sich in die Finger. Und Allah hat ihn in diesem Todesmoment sogar den Shaitan sehen lassen. Der Shaitan sitzt neben mir und beißt sich in die Finger und sagte, oh Ahmed, du hast mich zerstört. Doch ich sage ihm, nein, noch nicht. Weil ich lebe noch. Allah Akbar. Nein, noch nicht. Ich lebe noch. Ja, der Shaitan versucht alles und macht beißt sich in die Finger. Ja, er will sein Iman von ihm nehmen. Doch Ahmed bin Hanbal sagt, ich habe dich noch nicht ganz zerstört. Noch nicht. Erst muss ich meine Seele von mir gehen. Allahu Akbar. Oder Imam Qurtubi rahimahullah sagt über seinen Bruder, als er im Todesmoment war, wir sagten zu ihm, Qul la ilaha illallah. Sag la ilaha illallah. Und er sagte, nein, nein. Er sagt die ganze Zeit, nein, nein. Allahu Akbar. Dann fragten wir ihn, nachdem er war die ganze Zeit in so einem Rausch, und dann kam er wieder langsam ein bisschen zu sich, da haben sie gesagt, wieso sagst du die ganze Zeit, nein, nein, obwohl er war ein rechtschaffener Mann. Dann sagte er, ich habe nicht mit euch gesprochen. Er sagt, zwei, einer saß neben mir, der andere saß neben mir. Die zwei Teufel kamen zu mir und der eine sagte zu mir, komm zum Christentum, denn da ist die Errettung, da ist die Liebe Allahs, da ist die Zufriedenheit Allahs. Und ich sagte zu ihm, nein. Und dann sagte der andere, komm zum Judentum, da ist die Errettung. Ich sagte zu ihm, nein. Yani er schützte in dem Moment seinen Iman. Und die anderen sagen zu ihm, Qul la ilaha illallah. Er redet mit den Shayatinen, aber die Leute denken, dass er mit ihnen redet. Yani es kann auch sein, dass so etwas kommt. Wir müssen immer Husnuzan haben. Wenn wir neben einem Toten sind, selbst wenn so etwas vorkommen sollte, nicht sagen, Allah, der hat den Iman geleugnet oder so. Hani, vielleicht kämpft er gerade mit den Shayatinen. Hani, das überliefern die Gelehrten. Es gibt kein Hadith diesbezüglich, dass der Shaitan im Todesmoment kommt, aber aus der Erfahrung der Menschen und das abgeleitet von gewissen Hadithen, dass der Prophet Sosem sagt, dass der Shaitan euch niemals in Ruhe lässt, haben die Gelehrten gesagt, weil sie das auch erlebt haben, dass die Shayatine selbst im Todesmoment den Menschen nicht in Ruhe lassen werden. Und deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein. Sehr vorsichtig sein. Und wenn wir jemanden haben, der in diesem Moment ist, sagt der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagt ihm die ganze Zeit, dass er La ilaha illallah sagen soll. Er soll die ganze Zeit La ilaha illallah sagen. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya La ilaha illallah, dakhala al-jannah. Wer sein letztes Wort La ilaha illallah ist, so wird er in das Paradies gehen. Deswegen sagt neben jemanden, der am Todesmoment ist, immer Qul La ilaha illallah, yani sag La ilaha illallah. Und ihn auffordern. Und La ilaha illallah ist so ein Satz, dass du das sogar mundoffen sagen kannst. Weil viele, die in Sakaratul Maut sind, haben den Mund offen. Aber du kannst La ilaha illallah sagen und ohne deinen Mund zu schließen. Allahu Akbar. Das ist der einzige Satz, den man so sagen kann. La ilaha illallah. Das ist der einzige Satz, den man mit offenem Mund sagen kann. Subhanallah. Und genauso gibt es Hadithe, dass man neben so jemandem auch Suratul Yasin lesen soll. Zum einen, dass die Shayatine verschwinden und zum anderen diese Person die ganze Zeit Allah zu erinnern. Subhanallah. Einmal, der Bruder wurde Vesile dafür, vor einem halben Jahr oder einem Jahr circa ungefähr, oder dreiviertel Jahr, habe ich nachts einen Anruf bekommen, dass jemand im Sterbebett liegt, ob ich schnell kommen kann. Das war nachts um 12:30. Ich wollte gerade schlafen gehen, habe ich einen Anruf bekommen. Ich so, subhanallah. Ich so, okay. Ich so, ja, ich habe kein Auto, könnt ihr mich abholen? Hat er gesagt, ja. Sie sind gekommen, haben mich abgeholt, bin hingegangen. Und das war das allererste Mal, dass ich neben jemandem war, der in Sakaratul Maut ist. Noch nie davor. Ich bin gekommen, die Frau lag dort, es war eine ältere Dame. Sie lag dort in ihrem Bett. Die Menschen waren um ihr herum. Ich bin gekommen, habe angefangen mit ihr zu reden. Doch sie konnte nicht mehr sprechen. Sie konnte nicht mehr sprechen. Da habe ich zu ihr gesagt, ich werde jetzt Koran lesen und sag du die ganze Zeit La ilaha illallah, okay? Und wie? Sie hat mich eins zu eins gehört. Und plötzlich hat sie angefangen, La ilaha illallah.
ihre Zunge zu bewegen. Allahu Akbar. Dann habe ich angefangen und sie war, als ich gekommen bin, war sie, hatte sie Atemnot. Also hat ganz laut geatmet und hat schwer geatmet. Danach habe ich gesagt, sagt die ganze Zeit La ilaha illallah, und am Anfang hat sie sich schwer getan. Da habe ich angefangen mit Suratul Yasin, habe angefangen nach einer Seite, auf einmal wurde sie ruhiger. Allahu Akbar. Vielleicht hat sie sich mit dem Shaitan, hatte sie vielleicht probiert, Allahu Alam, wurde sie ruhiger. Und plötzlich, dritte, vierte Seite ungefähr, als ich gelesen habe, plötzlich kam ein Duft in den Raum. Allahu Akbar. Wenn ich heute daran denke, ich kriege Gänsehaut. Kam ein Duft in diesen Raum. Ich habe gemerkt, irgendwas passiert. Aber es hat mir so richtig in mein Herz Liebe gegeben, so Ruhe gegeben. Und ich wusste, okay, die Person wird noch nicht sterben. So, es hat mir so viel Liebe gegeben, dass ich ein Gefühl bekommen habe, die wird nicht sterben. Und sie hat die ganze Zeit, ich habe Koran gelesen, sie hat die ganze Zeit La ilaha illallah gesagt. Danach, in diesem Moment, habe ich ein bisschen gesprochen mit ihr, mit denen. Ich habe zu ihnen gesagt, sie sollen nicht viel über die Dunya neben ihr reden, sollen nur über die Akhira und ihr die ganze Zeit Husnusan machen. Ja, die sagen, ja, Allah wird dir vergeben, Allah wird sie leicht machen und sagt La ilaha illallah, dass man immer so schön reden soll neben mir und sie nicht allzu sehr beschäftigen soll, sondern Koran lesen soll, Zikr machen soll, also mit solchen Sachen beschäftigen. Dann haben sie gesagt, okay, ich habe gesagt, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich glaube, heute wird nichts passieren. Wenn was ist, ruft mich an, weil ich habe so ein schönes Gefühl bekommen. Dann bin ich von dort gegangen, am nächsten Tag, in der Nacht, haben sie mich wieder angerufen. Haben gesagt, sie hat sich den ganzen Tag nicht bewegt. Allah, passt auf. Sie hat sich den ganzen Tag nicht bewegt, mit niemandem, also sie konnte sowieso nicht sprechen, mit niemandem gesprochen, nicht mal uns angeschaut. Und sie wird immer, atmet immer schwieriger und schwieriger. Ich so, okay, holt mich schnell ab. Sie sind gekommen, haben mich abgeholt, wieder in der Nacht. Ich bin hingegangen, wieder, ich glaube, ungefähr die gleiche Uhrzeit, 1 Uhr, halb 1. Ich bin hingegangen, Wallahi, jeder ist Zeuge. Als ich da war, die Frau, die sich den ganzen Tag nicht bewegt hat, sie hat sich zu mir gedreht und hat gelacht. Allahu Akbar. Sie hat sich an mich erinnert. Subhanallah. Ich bin hingegangen, sie hat mich angeschaut und gegrinst. Die Frau, die sich den ganzen Tag nicht bewegt hat. Allahu Akbar. Alle waren im Schock. Subhanallah. Danach, die Familie hat dann eine gewisse Mohabbat zu mir gehabt wegen dieser Situation. Alhamdulillah. Und ich bin gekommen. Warum? Weil sie sich an mich erinnert hat. Subhanallah. Entweder die Atmosphäre, irgendwas hat sie spüren lassen, dass ich komme. Plötzlich hat sie mich angeschaut. Ich habe wieder zu ihr gesagt, sagt, La ilaha illallah. Und ich habe mit ihr schön geredet. So, meine schöne These auf Türkisch haben wir gesprochen. Meine schöne These, sag immer La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah wird sie leicht machen. Und sie hat wieder angefangen, La ilaha illallah, mit ihrer Zunge. Dann habe ich neben ihr wieder Koran gelesen. Und ich habe gemerkt, plötzlich ist wieder ein sehr schöner Duft gekommen. Aber ich habe richtig Angst bekommen. Ich habe richtig Angst bekommen. Mein Herz wurde so richtig eng. Beim Koran lesen habe ich mir schwer getan. Und ich habe Angst bekommen, um mich herumzuschauen. So in meinem Herz war auf einmal so plötzlich eine richtige Angst. Und ich habe gemerkt, okay, irgendwas ist hier, was meine Seele Angst macht, was ich nicht sehen kann. Und Wallahi, ich habe mich nicht getraut, meinen Kopf rauszuschecken und rechts und links zu schauen. Ich habe nur auf den Koran in meiner Hand geschaut. Ich habe richtig Angst bekommen, Wallahi. Malakul Maut ist da und Wallahi, meine Seele hat Angst gehabt. Ich habe gemerkt, okay, jetzt wird irgendwas passieren. Ich habe Suratul Yasin wieder fertig gelesen. Ich bin fertig geworden und ich habe richtig Angst gehabt. Ich habe nicht wirklich, ich habe sogar Atem, meine, beim Lesen. Meine, wenn du aufgeregt bist oder irgendwas ist, wisst ihr selber, hast du wenig Atem. Und ich habe immer wieder Verse ein bisschen wiederholen müssen. Habe schwer fertig bekommen und ich habe gemerkt, okay, irgendwas passiert. Wallahi, ich habe meine Hände aufgemacht und habe gesagt, ja Rab, lass diese Seele einfach zu dir kommen. Lass sie einfach zu dir kommen, in dein Paradies zu dir herankommen. Wallahi, ich habe Amin gesagt. Auf einmal hast du gehört und sie war tot. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah hat den Ejel genauso geschrieben. Wir sind gekommen, sie hat La ilaha illallah die ganze Zeit mit ihrer Zunge gemacht. Ich habe Koran gelesen, ihr Atem wurde langsam schwieriger, schwieriger. Ich habe richtig Angst bekommen. Und danach hast du, nachdem wir Amin gesagt haben, alle haben ihre Hände aufgemacht und gesagt, ja Rab, lass ihre Seele leicht sterben und nimm sie in dein Paradies. Hat sie auf einmal, hast du Amin gesagt und sie ist von dieser Seite gegangen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sie haben mir dann später erzählt, dass es eine Person war, die sehr, sehr gerne den Koran gehört hat. Sehr, sehr gerne yani mit dem Zikr Allahs beschäftigt war. Und so hat Allah, subhanahu wa ta'ala, sie auch was? Sie auch sterben lassen. Und dieser Moment wird jeden von uns erreichen. Dieser Moment wird jeden von uns erreichen. Und dann brauchen wir Iman. Dann brauchen wir Iman, dass wenn wir Menschen um uns herum haben, die La ilaha illallah sagen, dass wir zu ihnen grinsen können. Dass wir sagen, wir haben euch gern. Denn es wird auch Menschen geben, dazu werde ich nächste Woche noch was sagen, die dann sagen werden, ich glaube nicht an das, was du mir gerade sagst. So werden sie sagen, Allah, möge Allah davor bewahren. Und so sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, auch zu seinem Sekarat, La ilaha illallah,
Inna lil mauti li sekarat. Inna lil mauti la sekarat. Inna lil mauti la sekarat. Er sagte wahrlich, es gibt keine Gottheit außer Allah. Und wahrlich, der Todesrausch, dieser Moment, dieser Todesmoment ist wahr. Er sagt uns, mit diesem Moment haben und die Engel werden kommen. Und die Engel werden kommen, aber inshallah ta'ala werde ich dann nächste Woche erzählen, dass sozusagen Malakul Maut, oder vielleicht kurz als Info, wir sagen nicht Azrael, weil Azrael kommt von Israeliat, yani von den Juden, dieser Name. Wir sagen, so wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, Malakul Maut. So hat Allah subhanahu wa ta'ala den Todesengel genannt, yani der Todesengel. Das ist sein Name. Das ist im Islam sein Name. Malakul Maut, der Todesengel. Er wird kommen, doch er ist sozusagen der Oberhaupt, der Hauptverantwortliche, den Allah subhanahu wa ta'ala als derjenige, der die Aufgabe ausführt. Doch er hat unter sich Engel und so wird er mit 4 Engeln kommen und die Seele nehmen. Aber bi'idhnillahi ta'ala werden wir über diesen Moment, wo dann der Todesengel mit den Engeln zusammen die Seele vom Körper herausnimmt, werden wir inshallah ta'ala, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit gibt, nächste Woche machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Sakratul Maut erreichen lassen und wie gesagt, auch wenn es lang geht, es kann kurz sein und es ist Khair für den Gläubigen. Es kann lang gehen mit Schmerzen, genauso ist Khair. Wenn es lang geht, so löscht Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden aus, seine letzten Sünden. Und auch wenn es gut, schnell vorbeigeht, so ist es auch Khair für den Gläubigen. So holt Allah subhanahu wa ta'ala ihn so schnell wie möglich zu sich. So ist beides für den Gläubigen Khair. So müssen wir immer darüber denken. Denn auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte einen schweren Sekarat. Ja, nicht, dass wenn ihr einen Menschen seht, der leidet, dass ihr denkt, okay, er war ein schlechter Mensch. Das hat es nicht zu bedeuten. Das bedeutet, dass Allah seine letzten Sünden von ihm ausradiert, seine letzten Sünden von ihm abfallen lässt, aufgrund des Leides, was er dort durchmacht. Das sagten die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das uns geben, was für uns Khair ist und uns mit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sterben lassen. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.